Freunde, es geht los. Hier sind jetzt, Leon, kurz mal raufgucken. Wir sind im Bus, im Doppeldeckerbus auf dem Weg nach Lorettemar. Und jetzt ist es soweit. Halt's Maul. Brasilien. Und wir haben. Was sieht man da? Ja. Wir haben übel Verspätung. Jetzt mal kurz sagen, wie spät war das? 17.23 glaube ich. 17.23. Wir sollten 17 losfahren. Geht los. Schmitti, hast du eigentlich jetzt mittlerweile ein mobiles Endgerät? Ja. Hast du es auch bei? Ja. Hast du das schon mal durchgedrückt? Das sieht so normal aus. Ja? Guck in die Sonne durch die Brille. Ja. Boah, so fuck man mal Brille. Ich meine, ich hab die Neuzeit gepackt, die moderne. Damn. Geil. Jetzt ist, wie viel? 1 Uhr. Ja. Und wir gehen jetzt noch zu Burger King was essen, weil wir nur Scheiß essen in der Unterkunft. Also wirklich. Ich weiß nicht, wie man Nudeln so verkacken kann. Uns ein Zimmer gebucht hatten. Also nicht gebucht, zugeteilt bekommen hatten. In dem Zimmer waren Leon, Willi, Philipp, Schmidt und ich. Also ein Viererzimmer. Und das war in der 7. Etage. Also ganz oben, was mega cool war, wir hatten uns mega gefreut, machen das Zimmer auf und es müffelt da drin wie sonst was. Und wir dachten uns so, okay, alles gut, machen wir die Klimaanlage an, Fenster auf, passt das schon? Wollen die Klimaanlage anmachen, keine Fernbedienung da, gehen wir zum Personal und sagen so, ja, unser Zimmer riecht nicht ganz so gut. Die Fernbedienung einfach für die Klimaanlage. Warum nicht gleich? Ja, wir haben dieses Spray da rumgesprüht und auch die Klimaanlage angemacht. Es wurde nicht besser. Also wir haben dann eine Stunde gewartet, weil wir waren noch baden und so. Dann wiedergekommen, es war auch einfach nur noch schlimmer. Und dann haben wir nochmal gesprüht und immer noch Klimaanlage angelassen. Und es wurde immer nur noch schlimmer. Ich verstehe nicht, was in diesem Zimmer los war. Es hat am Ende so doll nach Verwesung gerochen. Nicht so geil. Ich bin gestartet am großen Hotel von den Leuten. Freundin, weil die hatte für ihn Drinks geholt.
Und dann meintest du zu ihr, hey, kannst du doch deinen Freund bestimmt mal für eine Nacht ausleihen? So eine Nacht ist keine Nacht. So, ist Joke. Und dann hatten sie aber noch so zwei beste Freundinnen dabei. Und die meinten dann so, nein, aber du kannst ja bei uns schlafen. Und dann bin ich mit den beiden in so ein Hotel. Komplett verstrahlt schon. Guys, Bier? Speak English? No. Maybe you want to drink something here. Um herauszufinden, dass ich nach rechts zuschließe und nicht auf. Bin dann rausgerannt. Erstes Frühstück hier. Ich habe keine Ahnung. Und auch das Müsli guckt euch an. Ich bin ja echt Fan von Bier und Bratwurst. Auch mal dunkle Schokolade, Ferrero Rocher, was Rustikales, Schnitzel und Spargel, durchaus eher Team Popcorn. Und natürlich sehr gerne Wildfleisch, Bratkartoffeln, Salami und ein bisschen Schinken. Aber auch für Nachos zu haben. Speckbohnen mit Butter. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Das Frühstück war echt beschissen. Also, wir haben echt steinharte Brötchen gehabt, Würstchen, die man nicht anfassen wollte. Schlimm. Und ihr werdet auch nicht glauben, wir haben so eine Volleyball-Action hier entzwirbelt. Philipp saß da, ich hier, Leon da drüben. Wir haben so im Dreieck Volleyball gezockt. Sind durchgeschwitzt. Aber es war geil. Das war Seite geschwitzt. Also. So. Oh yes. Oh yes. Die ist drin. Deep. Mein Vater schickt. I've got many. Ja, ich hab auch. Ja, ich brauche mir auch so ein cringe girl fuß boomerang instagram story foto. Oh, ja. Wir sind gerade in einem Spar, nur sparen kann man hier absolut nicht. Alles übel überteuert. Und es ist einfach volle Kanne auf alle hier zugeschnitten. Das ist die Riesenabteilung für Trinken und alles. Chips und sonstiges Grundnahrungsmittel eigentlich nicht wirklich. Bisschen komisch. Schon gesehen? Sonnencreme, eine Tube für 22 Euro. Mach mal lang. Das ist heute was anderes. Wir hoffen. Aber also vielleicht, wir geben ihm noch eine Chance. Heute zweiter Tag, Armut essen, wir probieren's. Sonst muss wieder Burger King oder KFC herhalten. Aber viele aus unserem Jahrgang gehen schon gar nicht mehr essen, weil er ist zu beschissen. Aber wir gucken es jetzt mal. Fisch und Fleisch. Das ist ein bisschen Varianz drin, ne? Machen! Leo, wir brauchen Flaschen. Habt ihr noch Flaschen? Jetzt lassen die einfach den Echo ab. Ich wäre doch so gerne nicht hingegangen. Und immerhin gibt es noch Kopf im Hochhaus. Und wenn ihr jetzt an den Lehrern jung seid. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Leo ist stoßbetrunken, macht Liegestütze. Castro ist gerade, ist er raufgeklettert oder umgefallen? Ja, das passt schon.